Ein neuer technischer Leiter, neue Videos zur Mitgliedschaft und eine riesige Geburtstagsparty. Ho, ho, ho. Ich bin Matze und das hier sind deine XC-News. Das war die letzten Wochen so los. Das Team EC macht mit ihrem Weihnachtsprogramm Halt unter anderem in Anhalt, Weimar und Sachsen. Wir sind Partner von Weihnachten Neuer Leben und beteiligen uns mit den Social Media Posts, Inhalten für Jugendarbeiten und den Podcasts beim größten Weihnachtsfest Deutschlands. Wir haben mit Simon Prawit einen neuen technischen Leiter gefunden. Vielen Dank an Günther, der in den wohlverdienten Ruhestand geht. Am 7.12. fand die Referententagung statt, anstatt in Berlin, diesmal auf Zoom. Wir haben uns mit Steffen Beck, dem Gründer des ICF Karlsruhe, über die With-Dimension ausgetauscht. Es sind neue Folgen unserer Podcasts online, überall dort, wo es Podcasts gibt. Beim Weihnachtsspecial von Glaube in 4D sind Ingo, Bernd und Andi der Frage nachgegangen, was passiert, wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Das steht an. Warum Mitglied werden? Kann mein Kind bedenkenlos EC-Kid werden? Was kann ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter für meine EC-Kids tun? Auf unserer Homepage findest du 3 neue Videos zur Mitgliedschaftsmutter. Der EC verschickt regelmäßig die verschiedensten Newsletter. Zum Beispiel den Weltverbands-Newsletter, für den ihr euch bei Stefanie Ramsberger anmelden könnt. Oder den Newsletter der sozialmissionarischen Arbeit, für den ihr euch einfach bei Ulrich Mang melden könnt. 44 Hours wird verschoben. Wer aber nicht warten möchte, kann sich noch zu den Seminaren Leiten in 4D und Live Escape Games anmelden, die vom 28. bis 30. Januar unter den 2G-Plus-Regeln auf dem Flensunger Hof stattfinden. Der Weltverband lädt vom 31.01. bis zum 6.02. zur Prayer Week ein, eine Gebetswoche, in der alle ECs weltweit gemeinsam beten. Der EC feiert Geburtstag und ihr feiert mit. Am 2. Februar steigt die große Geburtstagsparty und ihr könnt live dabei sein. Das waren deine EC-News. Wir wünschen dir frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Sei gesegnet!